Lineare Funktionen, die kann man verstehen. Das ist nämlich wirklich billig. Ach, ich weiß, ich sage immer, das ist einfach. Aber die Schüler sagen es ja selber, dass sie es so leicht verstanden haben. Funktionen sind nichts weiter als dumme Rechenmaschinen. Ich gebe einen x-Wert. Ich sage zum Beispiel 0, sagt mir dieses l von x. Die müssen nicht mehr f von x heißen. 7. Ich gebe 17, sagt das Biest 7. Ich gebe eine 1, sagt das Biest 7. Ich gebe minus 100, sagt das Biest 7. Dementsprechend, weil immer das Gleiche rauskommt, läuft der Graph auch so und so weiter und so fort. Dass das wirklich nichts Besonderes ist, das werdet ihr sehen. Die Links erscheinen hier oben, wie üblich, und jetzt müssten schon die ersten Links erscheinen hier unten und hier überall im Bild selber. Deswegen rede ich auch so lange über das bisschen hier. Das bisschen wird euch Spaß machen. Lineare Funktionen gibt es nämlich auch in der Natur. Zum Beispiel Steigung einer Straße, ach und so weiter. Also da lässt sich viel entdecken. Viel Freude dabei.